Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, zum allerletzten Wettbewerbspart hier in Mario Kart 8 Deluxe. Zumindest, was das hier angeht. Ich schalte jetzt nochmal das Feisthörnchen frei und zumindest, was diesen zweiten Spielstand angeht. Weil ich bin ja damals, wenn ihr euch nicht mehr erinnert, in einen zweiten Spielstand gegangen, damit ich eben tatsächlich in meinem normalen Spielstand, weil ich habe das nicht ganz parallel aufgenommen, ja. Ich habe das Ganze so aufgenommen, dass ich die Cups in dem einen Spielstand aufgenommen habe. Das ist auch so mein Main-Spielstand. Und dann den anderen Spielstand habe ich die Wettbewerbe gemacht. Einfach damit man nicht durcheinander kommt, wann man jetzt welche Kartteile freischaltet. Damit ich auch ein bisschen flexibler bin, was die Parts angeht. Weil ich eben tatsächlich manchmal dann, keine Ahnung, 3, 4 Cups nacheinander gemacht habe. Und dann mal wieder 3, 4, 5, 6 Wettbewerbe. Und es wäre einfach verwirrend geworden, hätte ich das dann immer in der gleichen Reihenfolge machen müssen, weil in dieser Reihenfolge auch die Kartteile freigeschaltet wurden. Daher habe ich diesen zweiten Spielstand gemacht und zumindest den werde ich danach nicht mehr benutzen. Ich werde vielleicht dann nochmal tatsächlich in meinem normalen Spielstand etwas machen, was, also meinem regulären Spielstand, was Wettbewerbe angeht. Das weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich dieses Let's Play abschließen werde, aber für den Moment war es das dann erstmal hier. Und ich habe vielleicht noch ein paar Ankündigungen, wie es denn jetzt weitergehen wird. Also das erste ist, wenn wir den 200 CCM dann im nächsten Part durchhaben werden, wird es folgendermaßen aussehen. Ich werde dann die Münzen, die ich noch benötige, um alle Kartteile freizuschalten, offscreen sammeln, außer das letzte. Also für die letzte, oder für den Goldleiter benötige ich 10.000 Münzen, die werde ich nicht offscreen sammeln. Das schaffen wir vielleicht irgendwann während der Wettbewerbsparts und so, aber mehr auch nicht. Während den Online-Parts, sorry. Ich werde tatsächlich nur die 3.000 Münzen einsammeln, denn bei der 3.000. Münze bekomme ich mein letztes reguläres Kartteil, was nicht der Goldleiter ist. Das werde ich euch zeigen. Und dann gehen wir eben tatsächlich, wie gesagt, durch. Ich werde parallel versuchen, überall 3 Sterne zu schaffen. Und wenn ich dann überall im Spiegelmodus einen Stern habe, erhalte ich das Goldcard. So, das ist dann das eine meiner Goldteile. Das zweite ist dann, dass ich im Zeitmodus überall den Nintendo-Geist besiege. Werde ich auch machen. Da erhalte ich dann die Goldreifen für. Also, man muss da keine extrem hohe Zeit schaffen, man muss einfach das schaffen, dass die Nintendo-Geister vorgeben. Das ist meistens nicht so schwierig, aber ich werde trotzdem immer mal wieder auch zwischen den Sequenzen schneiden, entweder damit es schneller vonstatten geht und damit ich nicht im Prinzip in einer Punkt oder ohne Punkt und Komma kommentieren muss. Dass wir dann direkt nach dem letzten 200 CCM-Part kommen und den ganzen Rest des Let's Plays umfassen. Da werde ich ja, wie gesagt, eine Goldleiter haben. Und dann werde ich noch eine Art Abschlusspart machen. Ich weiß noch nicht genau, wie dieser Abschlusspart aussehen wird, aber da kommt noch einer und dann ist das hier wirklich vorbei. Außer, wie gesagt, online, das werden wir dann noch machen und da im Laufe der Zeit hoffentlich die 10.000 Münzen einsammeln, um eine Goldleiter zu holen. Aber dann bin ich so weit mit durch mit diesem Spiel und sehr zufrieden damit. Ich habe ja damals bei Mario Kart 8 für die Wii U einigermaßen, habe ich es einigermaßen bereut, wie schlecht ich das Let's Play gemacht habe. Und hier hingegen bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe wirklich alles gezeigt, was geht, habe dieses Spiel wirklich vollständig ausgereizt und genossen und das war cool. Was es noch geben wird, neben dem natürlich Online-Let's Play, ist, es wird ein Together mit Saphira geben. Ähnlich wie damals in Mario Kart 8 für die Wii U werden wir eine Art Randomizer machen. Das bedeutet, wir werden alle Charaktere nehmen, alle Kartteile nehmen, alle Reifen und alle Gleiter, hauen das durch einen Random-Generator und werden das dann nehmen und werden oder das dann praktisch nehmen. Natürlich ist alles absteigend. Ja, es gibt so und so viele Charaktere, da gibt es das weniger korrespondierende Cards, da gibt es weniger korrespondierende Reifen, da gibt es weniger korrespondierende Gleiter. Wenn alle Sachen erreicht oder wenn ich bei einem am Ende bin, beispielsweise ich habe alle Gleiter schon verteilt, werde ich einfach die alle nochmal randomisen und dann hinten dran fügen, etc. Also wie gesagt, mit einem Randomizer, wir wissen nie, welchen Charakter wir farmen und welche Kartkombination wir fahren. Das wird alles zufällig entschieden. Und da es sich viele gewünscht haben, werden wir dieses Mal
nicht nur 150 CCM, sondern auch den Spiegelmodus machen. Da ich denke, dass wir aber ziemlich Mario Kart müde sind in letzter Zeit, werde ich das Ganze erst einmal ein bisschen nach hinten schieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier weitergehen wird mit dem Uploadplan und alles. Das werde ich dann entscheiden, wenn hier der letzte Part tatsächlich kommt und werde ich das an anderer Stelle mitteilen. Da werde ich jetzt auch nicht über Nachfolgeprojekte reden, aber ich werde auf jeden Fall eine kleinere Pause machen und dann werde ich das together bringen. Das besteht aus 25 Parts, 12 150 CCM, 12 200 CCM und ein Wettbewerbspart, was hier in der Zufallsschlacht stattfindet. Und das Ganze ist dann im Prinzip der Versus-Mode. Weil ich habe euch jetzt dann soweit alles gezeigt. Ich habe euch den Grand Prix-Modus gezeigt, den Schlachten-Modus, das Zeitfahren und der einzige Modus, der eigentlich noch fehlt, ist der Versus-Mode. Und der wird damit auch abgedeckt sein. Weil wir ja immer in den Versus-Mode gehen müssen, um gegeneinander fahren zu können. So. Okay, gut. Das wäre tatsächlich das, was ich dann soweit zu sagen habe. Ansonsten, es war wirklich spannend, diese ganzen Themen mit euch zu diskutieren. Ich persönlich habe durchaus auch einiges von euch gelernt im Gespräch, gerade was dieses Spiel angeht. Ich hatte einige Vorstellungen davon. Einige hab ich noch mehr verteidigen und noch mehr erhärten können. Andere, da habt ihr mir aber wieder auch eigene Impulse gegeben, über die ich nachdenken konnte. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch in der Richtung relativ großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr auch was mitnehmen konntet. Und diese Diskussion doch zumindest einigermaßen interessant und unterhaltsam fandet. Das ist im Prinzip natürlich der wichtigste Grund, weswegen ich diese Videos mache. Und was ich hoffe, was euch auch einigermaßen Spaß gemacht hat und euch dazu motiviert hat, das hier immer wieder einzuschalten. Gut, damit haben wir es geschafft. Ich bin offiziell außer Sachen, die ich reden kann. Ich habe nichts mehr, worüber ich reden könnte, nichts, was mir noch einfällt. Wir haben diesen Punkt erreicht, von daher ist es jetzt auch ein ziemlich guter Moment tatsächlich, wo wir hier aufhören können. Das Einzige, was ich eben noch sagen kann, ist, bringt sie alle um! Und ich habe tatsächlich aus irgendeinem Grund keine Krone, obwohl ich 9 Stück erledigt habe. Okay, der Ludwig war einfach am Ausrasten. Macht aber nichts, weil ich trotzdem noch mit ziemlich gutem Vorsprung Erster bin. So, und jetzt kommt es eben tatsächlich drauf an, weil die großen oder die wichtigen Spiele stehen noch an. Genau, Insignien, Diebstahl beispielsweise. Ist einer der Sachen, die richtig viel Punkte geben. Und wo ich dementsprechend natürlich auch auf keinen Fall versagen möchte. Also, komm, hole die Insignie und dann, ja gut, die ist ja ganz am anderen Ende des Feldes. Die werde ich dann doch so schnell nicht erreichen, wie ich mir das erst gewünscht hatte. Komm. Ich versuch's zumindest mal. Ich habe immerhin einen Pilz. Damit kann ich die Insignia ja ziemlich effektiv abjagen. So, ich versuch mal hier den Weg abzuschneiden. Was nicht so wirklich klappt. Komm her, Inkling Girl. Inkling Girl? Die hat die Insignia jetzt schon die ganze Zeit, oder? Oder kommt's mir nur so vor? Ich glaube tatsächlich ja. So, Moment. Ja. Yes! Okay, gut. Genau so hat die mir das vorgestellt. Und jetzt. Und das Schöne bei der Dekabahnstation ist eben tatsächlich, dass ich mich in so einem Fall hier wirklich gut verstecken kann. Da gibt es wirklich andere Arenen, wo es viel schwieriger ist, sich dann einigermaßen produktiv zu verstecken. Aber hier geht es einigermaßen. Ich hasse diese Feuerbälle, wirklich. Diese Feuerbälle, die kommt immer so bösartig von der Seite, dass man sich da kaum irgendwas machen kann. Das ist dann immer sehr ärgerlich. Kommst du mal? Hallo? Wo bist du? Da hinten. Okay, gut. Dann feuer ich hier mal, genau. Komm her. Nein! Nein! Das ist nicht wahr. Oh. Zum Teufel, okay. Gut. Probieren wir es weiter. Also, es ist ja vor allem interessant, dass immer die Leute es sich schnappen, die noch 20 haben. Also, das noch gar nicht hatten. Was ich als Vorteil ansehen könnte, weil ich dann mehr Zeit habe, es zu holen, was aber tatsächlich eigentlich ein Nachteil für mich ist, weil sie so, das ist eben das Problem, so bekommen viel mehr Leute Punkte,
als wenn es einer mit 20 durchhaut. Dann habe ich halt bei einem das Problem, dass er 20 Punkte hat, aber bei allen anderen. Und das nimmt ihm jetzt echt niemand mehr ab, oder? Tatsächlich. Oh Gott, und ihr seht schon, das Inkling mit Liga 13, ich habe immer ein 8. Das wird schwierig, den Baby Mario noch einzuholen. Das wird schwierig. Aber wir haben jetzt noch eine Runde, müsste Räuber und Gendarm sein. Und je nachdem, wie schnell es dauert. Und ich hoffe wirklich, dass ich in diesem Fall Gendarm. Nein! Ich wollte Räuber sein, weil ich als Räuber viel besser Punkte machen kann. Es sei denn natürlich, wir schaffen es jetzt irgendwie, die ganz schnell einzufangen. So Leute, aus irgendeinem Grund hat sich hier meine Aufnahme beendet. Ich weiß nicht weshalb, ich weiß nicht, was der Grund ist. Es ist einfach, die Aufnahme ist mal wieder kaputt. Kommt ab und zu mal vor. Ich weiß nicht, ob das an meinem Gerät liegt oder daran, dass mein Laptop einfach nicht mehr gut genug ist, aber ich einfach niemals genug Geld haben werde, mir etwas Neues zu leisten. Ich weiß es nicht. In jedem Fall ist das jetzt erstmal der Stand der Dinge und ich bin fertig damit. Tut mir leid, ich werde jetzt nicht nochmal reingehen und nochmal 5 Runden fahren. Ich bin mit diesem Projekt wirklich, was mich angeht, durch. Es war ein schönes Projekt, aber jetzt kann ich es wirklich nicht mehr überreizen. Das reicht soweit. Ich werde euch trotzdem jetzt erstmal diese 3 Rennen hochladen, damit ihr einfach den kleinen Abschluss habt und meine Ankündigung von dem, was wir noch sehen. Und ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Bis hierhin, das nächste Mal, dann Abschluss am seiner CCM. Hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Wie gesagt, tut mir leid, dass ihr die letzten 2 Runden jetzt nicht sehen konntet, aber das ist ein Fall, wo ich es einfach nicht ändern kann und ich, wie gesagt, ich werde das jetzt einfach nicht nochmal neu machen, weil, nee, die Nerven habe ich gerade nicht mehr. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.